Dominik Egli, Gratulation zum neuen Vertrag in Davos. Wieso wechselt der begehrte Verteidiger vom Schweizer Eishockey für 3 Jahre zum HCD? Ja, danke vielmals. Ja, es ist einfach für mich schlussendlich keine einfache Entscheidung gewesen. Natürlich habe ich in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Jahren vor allem auch bei Rappi sehr viel zu verdanken gehabt. Und auch die Jahre vorher in Biel, wo mir sehr viel geholfen haben. Aber schlussendlich ist es einfach für mich eine Entscheidung gewesen, um meine Entwicklung zu fördern, weil ich das Gefühl habe, dass der HCD die richtige Station ist, für mich den nächsten Schritt zu machen. Ich treffe dort ein sehr junges, engagiertes Team an, wo sehr einen guten Kern vorhanden hat, mit einem Anbühl Gorvi, wo Spieler sind, die schon Meistertitel haben gewonnen. Und darum freue ich mich sehr, sehr darauf, dass ich die nächsten 3 Jahre ein Teil vom HCD sein darf. Lange ist auch ein Wechsel auf Schweden im Raum gestanden, hat man gehört. Was hat am Schluss für die Schweiz und eben gegen Schweden gesprochen? Ja, ich glaube, die ganze Situation ist ein bisschen speziell gewesen. Also jetzt auch bei uns in der Schweiz, aber auch in Schweden mit dem Coronavirus, was es nicht ganz einfach macht, um dort überhaupt mal irgendwie ins Gespräch hineinzukommen. Von dem her habe ich möglichst lange auch warten, weil es wirklich eine adaptive Option für mich war. Aber schlussendlich ja, habe ich dann auch ein bisschen auf mein Bauchgefühl hören müssen. Und ja, habe mich jetzt für den HCD entschieden, weil ich der vollsten Überzeugung bin, dass das die richtige Adressen ist für mich. Du bist noch ganz ein junger Verteidiger, hast jetzt gleich die letzten Jahre sehr viel Erfahrungen bei Rappi können sammeln. Wie ist es, wenn man oft mal mehrere Offerten von der halben Hockey-Schweiz vorliegen hat und man sich eigentlich zwischen sicher ein paar sehr guten Angeboten darf entscheiden? Ja, ist natürlich ein Privileg. Ich glaube, es ist mir auch schon anders gegangen, wo ich nicht so viele Offerten hatte. Von dem her, ja, es macht es nicht einfacher, aber auch nicht schwieriger. Es ist so ein bisschen, man lernt es dann natürlich schätzen, wenn sich Teams dann um einen kümmern. Aber eben schlussendlich habe ich irgendwie eine Lösung für mich müssen finden, wo ich der vollsten Überzeugung bin, dass das die richtige ist. Und natürlich macht es einem auch ein bisschen stolz, dass andere Teams ein Interesse haben. Vertragsverhandlungen hast du noch mit dem Reto Raffa, einem Sportchef vom HCD, geführt. Jetzt ist gerade gestern rausgekommen, er wechselt als neuer Chief Sport Officer zum SCB. Wie geschockt oder vielleicht auch enttäuscht bist du ab dieser Meldung? Ja, ich habe es wie alle anderen eigentlich auch gestern Morgen erfahren und ja, es ist schon ein bisschen ein Schock gewesen am Anfang. Ich glaube, es hat niemand damit gerechnet. Niemand hätte auch damit können rechnen. Aber ich glaube schlussendlich eben, ich verstehe seinen Entscheid. Es ist sehr eine attraktive Position, die er jetzt hat, wo es noch nicht gibt im Schweizer Eishockey. Und gleichzeitig verstehe ich auch den HCD, dass das für sie keine einfache Situation ist. Aber ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass der HCD wieder einen guten Sportchef wird finden, wo den Job wird übernehmen. Und wünsche natürlich dem Reto Raffainer alles Gute für die Zukunft. Ein anderer alter Bekannter, den du in Davos eventuell wirst antreffen, ist Christian Wohlwend, ist dein U20-Nazi-Trainer gewesen. Ist er auch ein Grund gewesen, wieso du dich für Davos entschieden hast? Ja, ich glaube, er ist sicher auch ein Puzzleteil gewesen vom ganzen Entscheid. Ich glaube, nicht nur er hat schlussendlich meinen Entscheid ausgemacht, aber er ist sicher auch ein Trainer, wo ich schon Erfahrungen gemacht habe. Er kann sehr gut mit den Spielern umgehen. Er kann vor allem auch sehr gut pushen zu Höchstleistungen. Und von dem her ist er ein kleines Puzzleteil gewesen, wo mich dazu bewogen hat, zum HCD gehen. Du hast einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Jetzt darfst du ein bisschen träumen. Was wäre deine Wunschvorstellung? Was könntest du erreichen in diesen 3 Jahren beim HCD? Ich glaube, der Meistertitel. Ich glaube, der HCD hat schon so viele Meistertitel gewonnen in der Vergangenheit und jetzt aber auch schon länger keine mehr. Darum es wäre sicher ein riesen Traum, wenn ich das in diesen 3 Jahren könnte erleben. Und gleichzeitig wird mit dem Spengler Cup auch eine neue Erfahrung auf mich warten. Und das wäre sicher auch cool, wenn man dort ins ein oder andere Finale könnte vorstoßen. Diese Saison spielst du aber noch für die Rapperswil-Jona Lakers. Ihr seid mittendrin im Kampf um Playoff-Plätze. Was ist das Ziel noch mit den Lakers und was hast du das Gefühl, was ist möglich? Ja, ich glaube, wir haben uns Anfang Saison das Ziel gesetzt, dass wir die Pre-Playoffs wollen, die jetzt neu sind. Und das ist auch weiterhin das Ziel. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben immer ein bisschen Up and Downs. Aber ich glaube, mittlerweile haben
haben wir unser Spiel gefunden, wo wir gegen jeden Gegner eine Chance haben. Und schlussendlich, wenn wir mal in diesen Pre-Playoffs sind, werden wir natürlich auch den nächsten Schritt machen. Dominik Egli, ganz viel Erfolg mit den Lakers diese Saison, mit Davos dann ab nächster Saison und herzliche Gratulation nochmal zum neuen Vertrag. Danke vielmals.